Hallo, herzlich willkommen beim Café Stillpoint. In unserer heutigen Folge haben wir wieder Christian Hartmann zu Gast. Christian und ich hatten vorige Woche eine sehr interessante Unterhaltung, wo wir begonnen haben bei Osteopathie und Infektionskrankheiten, bei der Geschichte, wie Osteopathie bei der spanischen Grippe schon eingesetzt wurde. Wir sind dann zu dem Punkt gekommen, dass es damals in der Osteopathie noch einen gemeinsamen Kern gab, dass die Autoren, dass die einzelnen Lehrer der Osteopathie da durchaus noch einig waren, was Osteopathie ist, dass es damals noch eine gemeinsame Identität gab, die im Zuge der professionellen Entwicklung in verschiedenen Teilen der Welt vielleicht heutzutage nicht mehr so da ist. Und daraus hat sich dann der Titel für unsere heutige Sendung entwickelt, die verlorene Identität der Osteopathie. Vielleicht ist sie auch gar nicht verloren, deshalb haben wir da noch ein Fragezeichen hinzugefügt. Für alle, die sich die heutige Sendung nicht live jetzt gerade anschauen, sondern auf YouTube dann später, für euch würde ich empfehlen, dass ihr vielleicht zuerst die Folge von der vorigen Woche anschaut und dann die heutige. Wir werden uns oft auf das beziehen, was wir vorige Woche diskutiert haben. Es ging dann auch um einen medizinhistorischen Abriss. Christian hat uns sehr schön erklärt, wie sich aus der zellularphysiologischen, wie sich Osteopathie teilweise aus der zellularphysiologischen Medizin und den Ideen von Bernard entwickelt hat, der Milieulehre, wie diese Strömung aber dann insgesamt von der zellularpathologischen Lehre von Pasteur und seinen Nachfahren verdrängt wurde, die heute den Mainstream der Medizin darstellt. Gegen Ende haben wir dann auch noch Themen wie Berufspolitik kurz gestreift und wir haben dann auch noch am Ende noch Fragen beantwortet und Christian hat dann auch noch eine schöne Definition von Gesundheit geliefert, die wir uns vielleicht zum Schluss aufheben. Christian, herzlich willkommen im Café Stillpoint. Hallo. Du wirst langsam zum Stammgast, das freut mich sehr. Ja, ich bin gerne in Wien. Wir hatten beide Ideen und Fragen nach unserer letzten Sendung. Und eine der Fragen, die mir gekommen sind, ist dieser Common Core, von dem du gesprochen hast, dieser gemeinsame Nenner von Osteopathie. Könntest du den noch ein bisschen näher beschreiben? Was denkst du, hatten die Lehrer vor 100 Jahren noch gemeinsam? Was hatten die Autoren noch gemeinsam an Verständnis, was einen Osteopathen ausmacht oder eine Osteopathin? Ja, zunächst mal hallo an alle Zuschauer und danke nochmal für die Einladung. Die Zuschauer können auch jederzeit gerne eine Frage stellen. Rechts von dem Stream in YouTube ist, glaube ich, so ein Fenster, wo man das eingeben kann. Und bevor ich loslege, will ich das noch kurz erwähnen, weil ich würde mich freuen, wenn man da ein bisschen in Dialog auch rein kann und ich die Fragen beantworten kann, die vom Publikum kommen. Vorweggeschickt, was ich über die ursprüngliche Osteopathie erzähle, ist eine Hypothese. Das ist alles nicht wissenschaftlich erarbeitet. Das kann ein Mensch gar nicht machen. Das heißt, wenn ich sage oder schreibe, dass da eine Identität vorhanden war noch, dann ist das meine Hypothese aus den Quellen sozusagen, aus den Primärquellen, die ich zusammengetragen habe. Hundertprozentig wird man es erst wissen, wenn da wirklich mal im großen Rahmen, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, ein großes Projekt läuft, wo auch Nicht-Osteopathen von außen einen Blick drauf werfen, weil hier geht es nämlich auch nicht nur um therapeutische Fragen, vielleicht sogar nicht mal primär um therapeutische Fragen. Weil der Beginn der ursprünglichen Osteopathie eigentlich gar nicht im therapeutischen Kontext anfängt. Und eins möchte ich noch dazu sagen, wenn ich ursprüngliche Osteopathie sage, dann meine ich im Prinzip die Zeit bis ungefähr 1910. Also das heißt, die Zeit, wo Andrew Taylor Still das entdeckt hat. Er hat es nicht erfunden, er sagt selber, er hat es ja nur entdeckt, das kann jeder sehen, wenn er hinguckt. Dann die Nacharbeit von Little John, auch von Carl McConnell, aber vor allem John Martin Little John und dann der Abschluss mehr oder weniger von Luther Burns. Das ist für mich das, was ich als ursprüngliche Osteopathie bezeichne und wo ich einfach mal die Hypothese aufstelle, dass ein relativ geschlossenes Bild vorhanden war, der Osteopathie eine sehr starke Identität, ein starkes Identitätsgefühl auch.
Das heißt, historisch ist das ungefähr dann die Zeit bis 1910 oder 1920 oder noch länger? Es ist ungefähr bis 1910, es ist der Zeitpunkt, wo John Martinell schon Amerika verlässt. Das sind sozusagen die drei Protagonisten. Da gibt es vielleicht noch mehr, das hängt einfach davon ab, wie viel Zeit man hat, um die Originaltexte, die noch nicht gesichtet sind, zu sichten. Und das kann ich in meinem Leben mit Sicherheit nicht mehr. Es sind halt jetzt erstmal diese drei Personen, die für mich die Protagonisten der ursprünglichen Osteopathie sind. Und John Martin Littlejohn verlässt Amerika aus verschiedenen Gründen oder Gründen, die man zum Teil gar nicht nachprüfen kann, und geht nach England und kann dort in England in den anderen juristischen Gegebenheiten, in den anderen Gesetzgebungen die Osteopathie nicht mehr eigentlich im medizinischen Kontext ausüben, so wie das in Amerika ja am Anfang der möglich war, bis heute auch. Damit bricht er weg. Louisa Burns und Andrew Taylor Still ist eh 1910 schon relativ alt, hat sich komplett zurückgezogen aus dem Schulbetrieb, geht wieder in die Wälder, gräbt angeblich wieder Leichen aus, um eine bessere Medizin zu finden, was der Fakultät in Kirksville überhaupt nicht gefallen hat. Aber dann passiert auch 1910 noch etwas, da kommt der Flexner Report, das ist eine Evaluation, der initiiert worden ist von der American Medical Association, und da wurden alle medizinischen Einrichtungen oder Ausbildungsstätten in Amerika evaluiert. Und da sind ganz viele durchgefallen, weil auch das Qualitätskriterium ist vorgegeben worden von der American Medical Association, und das war natürlich das universitäre Curriculum der orthodoxen Mediziner. Und da sind dann viele durchgefallen, sozusagen von diesen Ausbildungsstätten auch in der Osteopathie. Und viele haben ihr Curriculum dann ganz schnell angepasst, damit sie auch weiter Fördergelder bekommen und unterstützt werden. Und da gab es schon den ersten inhaltlichen Bruch, und eine Spaltung, die nicht in einem Tag passiert ist. Das ist dann über die nächsten Jahre immer stärker geworden. Bis dahin war die Arbeit, auch die Forschungsarbeit innerhalb der Osteopathie, sehr stark noch auf das gerichtet, was eigentlich in den ursprünglichen Prinzipien niedergeschrieben worden ist. Deswegen ist für mich das so der Rahmen ungefähr. Okay, danke, dass du das noch einmal zusammengefasst hast, wo in der Zeit wir uns befinden. Und diese ursprüngliche Osteopathie, was hat die ausgemacht, deiner Meinung nach? Also angefangen hat es ja im Grunde, weiß man eigentlich gar nicht. Also wenn man jetzt die Texte von Andrew Taylor Still liest und die Biografie auch kennt von John Lewis und auch von Cal Trowbridge, dann ist es so, dass er ja eigentlich Farmer werden wollte. Medizin bei seinem Vater im sogenannten Handwerksverfahren erlernt hat, also nicht an der Universität war, dann aber nicht praktiziert hat, sondern eine Farm aufgemacht hat sozusagen. Property is freedom, das war das höchste Gut in Amerika, Grund zu haben, eigenen Grund zu haben. Und da ist im ersten Jahr seine Ernte vernichtet worden durch eine Naturkatastrophe, er hat Schulden gehabt und er hat Geld für diese Schulden verdienen müssen, und er hat mehrere Sachen gemacht und ist dann auch wieder in die Medizin zurückgegangen, in diese Leihmedizin. Und da ist er dann geblieben, auch aus dem Grund, weil er da am besten sein Geld verdienen konnte. Er war immer neugierig. Schon vorher hat sich für viele Sachen interessiert. Und er hat diese Neugier, diese grundsätzliche Neugier in die Welt rein, in diese Medizin mit reingetragen. Und als seine drei Kinder dann 1864 an der Meningitis verstorben sind, denke ich mal, ich meine, er hat es nie wirklich aufgeschrieben, war das vielleicht sowas, wo für ihn Katalysator war, sich wirklich ganz für das zu entscheiden, um zu schauen, hat man nicht irgendwas übersehen in der Medizin, kann man nicht was besser machen. Und erst dann beginnt eigentlich, und das ist in den Mitte 30ern ist er dann schon, eigentlich Ende der 30er, beginnt eigentlich seine therapeutische Laufbahn. Und die grundsätzlichen Fragen, die er sich stellt, sind erstmal überhaupt keine therapeutischen, sondern philosophische Fragen. Was ist Leben? Was ist der Mensch? Was ist die Intelligenz in der Natur? Also große philosophische Fragen, aber nicht im universitär-akademischen Philosophiekontext, sondern im ganz einfachen, neugierigen, naturphilosophischen Kontext. Es beginnt also, Osteopathie beginnt mit den großen Fragen im Leben, und die bricht er dann runter aus seinen Beobachtungen in die medizinischen, therapeutischen Überlegungen.
Er leitet sozusagen sein Gesundheits- und Krankheitsmodell aus diesen philosophischen Überlegungen ab. Und aus diesen Modellen, das Gesundheit und Krankheit, leitet er dann wieder später seine praktischen Anwendungen ab. Mhm. Das ist diese Kaskade von Philosophie über therapeutische Welt, therapeutische Modelle hin zu den praktischen Dingen sozusagen. Und das ist eigentlich etwas, was bei Little John zum Teil noch übernommen wird, indem er nämlich die Philosophie runterbricht auf Wissenschaft. Das bedeutet im Prinzip, die Wissenschaft war in der Geschichte ein Teil der Philosophie, ein Spezialteil, und diesen Spezialteil der Philosophie arbeitet dann Little John aus. Mhm. Es geht bei Louisa Burns noch weiter. Wenn man bei Louisa Burns nachliest, dann macht sie sich auch wieder Gedanken über die großen Dinge. Nicht in diesem riesen Bogen und Stil wie Still, aber auch. Das bedeutet, was ist eigentlich die Aufgabe eines Therapeuten, eines Osteopathen? Was für ein Mensch muss das sein? Es geht nicht nur um Gesundheit, Krankheit, Patienten, Therapieformen und solche Dinge. Da ist etwas Umhüllendes drumherum, was eigentlich primär ist. Und da stehen die ganz in der Tradition eigentlich wie Paracelsus oder Galenos, die das auch eingefordert haben. Das ist eigentlich sowas wie eine Art Studium Generale, was ja bei uns früher im Medizinstudium auch war, vorab vorhanden sein muss, bevor man überhaupt in das reingeht. Das heißt, das grundsätzliche Interesse an allen Fragen im Leben als Grundvoraussetzung für Osteopathie. Und das ist was sehr verbindend ist in der Zeit. Am Anfang, was natürlich nur hauptsächlich von Still ganz extrem gemacht wird und auch sehr schnell wieder rausbricht, weil in einem therapeutischen Kontext diese philosophischen Überlegungen sehr ungewohnt sind. Schon zu der damaligen Zeit. Und deswegen verschwindet es auch relativ schnell raus. Und nachdem man sich irgendwann anpassen musste an das Gesundheitssystem, wo das gerade im angelsächsischen Raum überhaupt keine Rolle mehr spielt, ist das natürlich auch ganz schnell wieder herausgebrochen. Die große Schwierigkeit ist, wenn wir uns jetzt diese Texte oder diese Zeit anschauen, dann schauen wir sie primär durch eine therapeutische Brille an, weil wir auch so in die Osteopathie gekommen sind und das auch uns so beigebracht worden ist. Und dann übersieht man natürlich sehr viel diese Aspekte, die eigentlich am Anfang absolut wesentlich waren und zu dieser Identität auch gehört haben. Aber es ist ganz interessant, was du beschreibst, dass Still und seine Kollegen, dass die zwar von sehr grundlegenden Lebensfragen ausgehen oder grundlegenden lebensphilosophischen Fragen, dass das aber nicht dasselbe ist wie die Universalgelehrten, die wir in Europa, im Europa der Neuzeit kennen, wo es ja wirklich noch 1700 oder 1800 noch Leute gab, die wirklich alle Wissenschaften beherrschten und die aber das oft an den Universitäten gelernt hatten. Das ist ja einerseits ein verwandter Ansatz, einen breiten Blick auf die Dinge zu haben, aber es kommt aus einer ganz anderen Ecke, nämlich von der universitären Ecke und von Wissen, das andere entwickelt haben, im Gegensatz zu eigenen Ideen oder Überlegungen. Ja, das aber in Europa, das hat sich geändert. Das war am Anfang in den Universitäten, ab der Renaissance, weil die Universitäten, die im 11. Jahrhundert, ist ja die erste gegründet worden in Bologna 1088, die haben noch aufgebaut auf dem antiken Modell der Universitäten. Und das ist das nannten sich die sieben freien Künste. Das ist ein Modell, das gab es nicht in der Antike, das ist nachträglich sozusagen erarbeitet worden, als die Antike wieder aufgetaucht ist in der Renaissance. Und das ist die sieben freien Künste sind zwei große Bereiche, das Trivium und das Quadrivium. Das Trivium ist, was wir heute vielleicht eher in den geisteswissenschaftlichen Bereich verorten würden, und das Quadrivium eher das, was wir ins Naturwissenschaftliche verorten würden. Das war aber alles noch zusammen, um die Königsdisziplin, Philosophie sozusagen danach zu studieren, und dann konnte man Medizin, Architektur, Jura studieren zum Beispiel. Und in dieser Entwicklung hat sich aus dem Quadrivium die Physik sehr schnell heraus etabliert als Spezialdisziplin, die aber unglaublich einflussreich geworden ist und dadurch dieses Quadrivium, diesen naturwissenschaftlichen Bereich immer stärker gemacht hat. Und dann kam es im 17. Jahrhundert zu einer Spaltung, vor allem das war ein Streit zwischen Leibniz und Newton. Die angelsächsische Seite mit Newton hat den Standpunkt vertreten, Metaphysik spielt keine Rolle in der Wissenschaft.
Zählen wegen Messen und sonst nichts. Und in dem zentraleuropäischen Raum war Metaphysik noch ein bisschen länger ein Bestandteil der Naturwissenschaften auch noch. Da war das, was du auch gesagt hast, diese Zusammenhänge. Aber vor allem im 19. Jahrhundert mit diesen enormen Errungenschaften der Physik, mit den technischen Errungenschaften, die dann gekommen sind, die großen Maschinen, elektromagnetische Phänomene, ist der naturwissenschaftliche empirische Zweig so stark geworden, dass die Thematik der Metaphysik komplett, also nicht komplett, aber sehr stark an den Rand gedrückt worden ist. Und das ist in Amerika noch ein bisschen länger am Leben gehalten worden. Und deswegen ist dort auch noch ein Kontext, wo spirituelle Fragen und Naturwissenschaften viel natürlicher miteinander gelebt worden sind, auch und gesehen worden sind. Und in diesem Umfeld hat eben Stoll gelebt. Während in Europa schon diese Mischung von Metaphysik und Physik in der Wissenschaft sich im 19. Jahrhundert sehr stark zugunsten einer Naturwissenschaft, einer mechanistischen, materialistischen Naturwissenschaft bewegt hat. Wir hatten jetzt die Universalgelehrten, aber das ist eigentlich im zentraleuropäischen Raum bis zum 18. Jahrhundert, 19. verschwindet es dann langsam. Und im 20. ist es dann ganz weg. Oder wird als eigenen Bereich sozusagen abgespalten gesehen. Still war ja nie so gut, seine Quellen anzugeben und zu beschreiben, wo er Sachen her hatte. Aus deinem Blickwinkel, wie viel Zugang hatte er zu europäischen Philosophen wie Swedenborg oder anderen? Wie viel davon ist in seine Arbeit eingeflossen, in seine Ideen eingeflossen? Und wie viel davon hat er selber unabhängig von diesen Leuten entwickelt? Gute Frage, sehr gute Frage, weil das ist eine Frage, die natürlich auch eine Problematik der Geschichtsforschung aufdeckt in der Osteopathie. Wir haben keine Aufzeichnung von ihm, was er wo zitiert hat. Das war übrigens zu der Zeit auch in dem Kontext, wo er gearbeitet hat, noch überhaupt nicht üblich, auch in der Wissenschaft noch gar nicht so üblich. Also er ist da nicht weit. Die Osteopathen tun das erst seit 10 oder 15 Jahren, also das macht uns nicht wundern. Was halt ist, er hat gerade mal lesen und schreiben gelernt, aber er hat am Ende seines Lebens eine der größten Bibliotheken gehabt, von einem amerikanischen Mediziner. Und da sind sehr, sehr viele Werke drin aus Europa. Rudolf Virchow ist zum Beispiel drin, die Zellularpathologie. Ob er das gelesen hat und inwieweit er das gelesen hat, er war ein unglaublich neugieriger Mensch, aber sicher sagen kann man es nicht. Also der hat mit Sicherheit viel mehr, glaube ich, durch einen Austausch mit Leuten, die Zugang zu diesen Literatur gehabt hat, übernommen, als durch ein eigenes Bücherstudium. Er war eigentlich kein großer Freund von sowas. Und ich vermute mal, dass er, weil er sehr, sehr viel sich mündlich ausgetauscht hat mit Leuten, dass er mit Leuten, die den Zugang gehabt haben, sich über die wesentlichen Dinge ausgetauscht haben und dann Rückschlüsse gezogen hat. Aber das ist auch der wesentlich bequemere Weg, so jemanden wie dich zu haben, den wir heute zu Gast, der die Dinge gelesen hat und uns dann eine Zusammenfassung gibt. Das hat schon Vorteile. Letztendlich war es halt bei ihm so, er hat sich das alles angehört, aber er hat selber dann im Grunde überprüft, deswegen schreibt er auch, und das ist so typischer Still-Stil, der nie klein schreibt, ich zitiere keine Autoren außer Gott und die Erfahrung. Ja. Das heißt, letztendlich, egal was irgendjemand sagt, egal was für eine Autorität vor mir steht, es wird alles erstmal hingenommen, wohlwollend, und dann wird es überprüft, aber von mir selber. Und das ist eine ganz, ganz amerikanische Einstellung. Diese Unabhängigkeit von Autoritäten ist ja das, was die Unabhängigkeit von Amerika widerspiegelt. Und das ist eine der Grundwesenszüge eigentlich auch gewesen, nicht einfach Dinge zu übernehmen, sondern alles in Frage zu stellen. In Frage zu stellen heißt ja nicht runtermachen, sondern einfach in Frage zu stellen und eigenständig zu überprüfen. Das hat ja der Medizin vorgeworfen, dass sie im Grunde immer nur hinterherläuft, in den Wagenspuren immer hinterherfährt. Ja. Und für mich ist immer die interessante Frage, inwieweit die heutige Osteopathie in ihren eigenen Wagenspuren immer hinterherfährt. Das ist halt auch so eine Frage, die sich dann so aus der Geschichte ergibt. Na, ein sehr sympathischer Zugang. Im ersten Seminar, das die Studenten bei uns beginnen, im ersten Kursjahr, ist das eines der Dinge, die ich ihnen sage. Wir werden euch sehr viele Ideen präsentieren, wir werden euch sehr viele Zugänge präsentieren.
Es wird nicht verlangt hier, dass ihr alles glaubt, aber probiert das einmal aus, überlegt es einmal. Wenn ihr Kritik habt, bitte kritisiert das. Wenn ihr was in Frage stellen wollt, bitte tut das. Macht euch eure eigenen Gedanken. Ihr müsst hier nichts glauben. Einfach. Das ist auch letztendlich einer der zentralen Punkte in der ursprünglichen Osteopathie, die auch so ein bisschen so ein Identitätsgefühl gegeben hat. Diese Eigenständigkeit, dieses wir machen uns schon selber unsere Gedanken. Und er hat eigentlich sehr viel Wert darauf gelegt, das auch im Unterricht drin zu haben. Das ist, nachdem er sich zurückgezogen hat aus der Schule, nach ein paar Jahren ist es sehr schnell wieder untergegangen, weil dieses dozierende Lernen ist halt sowas von geprägt und bequem. Ne? Das ist eigentlich ein Identitätsmerkmal, das dazugehört zur ursprünglichen Osteopathie, aber das auch innerhalb der ursprünglichen Osteopathie schon sehr schnell weggegangen ist, weil es einfach auch nicht in das System passt. Und es ist nicht leicht, Lehrer zu finden, die versuchen, Maieutik, Geburtshilfe zu betreiben bei den Schülern, das heißt, die Schüler zum selbstständigen Denken zu erziehen, auch weil wir kriegen das in der Schule aberzogen. Jetzt müssen wir uns mühsam wieder erarbeiten. Ja. Und da muss man, glaube ich, auch der Typ dafür sein, auch als Lehrer, das zu machen. Also das betrifft jetzt die Lehre selber auch und die Rolle der Lehrer, sage ich jetzt mal, was da habe ich natürlich keinen Einblick, da hast du einen besseren Einblick, ob das überhaupt ein Thema in solchen Besprechungen ist, wenn man über internationale Osteopathie redet. Die Rolle der Lehrer. Zu wenig. Zu wenig, und das ist ein Thema, das erst in den letzten 10 Jahren oder so wichtig geworden ist. Bis vor 15 Jahren oder noch früher gab es die Idee, dass jemand, der ein guter Osteopath ist, automatisch auch ein guter Lehrer ist. Und die meisten Leute, die dann in den Unterricht gekommen sind, hatten da wenig Ausbildung als Lehrer und auch wenig theoretischen Überbau für ihren Unterricht. Das hat sich Gott sei Dank geändert und in den letzten Jahren und auch mit den Standards, die entwickelt wurden, ist das eine der zentralen Anforderungen, dass die Lehrer auch reflektiert unterrichten, dass die Lehrer auch das Handwerk des Unterrichtens gelernt haben und nicht nur das Handwerk der Osteopathie. Inzwischen ein recht wichtiger Punkt. Was mich immer interessiert, ist einfach auch, weil es wird ja dann auch in der Berufspolitik oder auch in Schulen sehr viel über Osteopathie und den Osteopathen und den erfahrenen Osteopathen geredet. Was ist denn eigentlich Osteopathie und was ist ein Osteopath? Ich weiß, das ist einfach nicht so einfach zu beantworten, aber ich habe immer das Gefühl, naja, da tut man so, als wüsste man das irgendwie. Auch wenn man jetzt zum Beispiel diese Dokumentation in Arte sich anguckt, die ja wirklich toll ist, also ist toll gemacht auch, dann kriegt man so das Gefühl vermittelt, eigentlich weiß jeder genau, was das ist. Und eigentlich weiß auch jeder, was ein Osteopath ist. Die Engländer haben eine schöne Definition in ihrem Gesetz. Da steht sinngemäß drin, Osteopathie ist das, was die Osteopathen tun. Ja, das ist natürlich... Das ist eine geschickte Lösung. Das ist ganz klar. Aber das ist eben das, wo ich mich frage, wenn man gerade in internationale Osteopathie und gerade wenn man nach England schaut, Commonwealth anschaut, wir haben ja das letzte Mal darüber schon gesprochen, es gibt ja 3 große Zweige. Ne? Es gibt diese amerikanische Osteopathie, als ärztliche Osteopathie, die aber relativ wenig mit Händen arbeitet, sehr parietal auch orientiert ist. Low Back Pain, Stichwort. Die Commonwealth, die komplett aus dem ganzheitlichen mehr oder weniger raus ist, auch wenn sie es immer wieder versuchen anzudeuten und dann die zentrale europäische. Und da ist die Frage, wenn die sich treffen auf internationaler Ebene, die müssen ja selber alle ein anderes Verständnis von der Osteopathie haben. Wie kann man da über sowas dann zum Beispiel reden? Das ist es gibt gemeinsame Nenner. Es gibt gemeinsame Nenner und die werden betont und man sucht gemeinsamen Konsens. Aber die Unterscheidungen sind klar und die Unterschiede, gerade das amerikanische Modell versus dem nicht ärztlichen Modell, das ist eine relativ klare Sache. Und was die Engländer oder Australier tun oder nicht tun, im Gegensatz zu Europa, dem Rest von Europa, das ist Gegenstand von heftigen Debatten. Und da geht es
geht es immer darum, zu sagen, wo die eine Seite sagt, das, was ihr tut, das ist keine wirkliche Osteopathie, ihr seid so orthopädisch, ihr seid so physiotherapeutisch, kein Kranio, keine viszeralen Techniken, wo die Engländer sagen, wir sind evidence-based, wir versuchen das auf wissenschaftliche Erfahrung zu basieren, was wir tun. Und da gibt es halt einmal mehr im muskuloskeletalen Bereich. Also das sind heftige Diskussionen. Aber es gibt doch viele Bereiche, wo wir einen gemeinsamen Nenner immer wieder gefunden haben. Ich denke halt, dass es gut wäre für jeden Osteopathen, Osteopathin, die ganz normal arbeiten und wenn die sich austauschen wollen, dann ist halt die Schwierigkeit, dass wenn ein amerikanischer Osteopath das erste Mal mit einem europäischen zusammenkommt, dann ist kaum eine Austauschmöglichkeit da, weil einfach die Vorstellungen auch so unterschiedlich sind, dass das also letztendlich diese Problematik... Ich glaube, das stimmt nicht mehr so. Ich glaube, das war vielleicht vor 20 Jahren so, aber... Ja. In den letzten 20 Jahren gab es sehr viel Kooperation, gab es sehr viele gemeinsame Meetings, gemeinsame Konferenzen, gemeinsame Events. Und dadurch ist sehr viel mehr Verständnis für die jeweils anderen. The other stream of the profession, das ist die Terminologie, die OAI im Moment geprägt hat. Und das finde ich eine ganz gute Terminologie. Was mich interessieren würde auch ist, oder... Was ich auch immer mal wieder kritisiert habe, ist letztendlich diese vier Prinzipien. Das ist ja sowas, was bei der WHO festgeschrieben ist, bei der AOA festgeschrieben ist, die ja in den 1950ern mehr oder weniger festgelegt worden sind, weil sie damals eine große Identitätskrise auch in Amerika gehabt haben. Mhm. Übrigens laufen ja ständig immer wieder diese Identitätskrisen durch die Geschichte der Osteopathie. Ganz erstaunlich. Habe ich ein paar Sachen auch gesammelt. Und da sieht man ganz deutlich bei diesen AOA-Kriterien, die damals aufgestellt worden sind, dass diese Prinzipien, die daraus formuliert worden sind, die sind nett, damit man im System gut Platz haben kann. Ignorieren aber zum Teil erstmal einige wichtige Fragen, nämlich wie steht Osteopathie zu dem Aspekt Leben? Wie steht Osteopathie zu dem Aspekt Tod? Solche Dinge, die eigentlich eben große Fragen sind und am Anfang standen. Und das andere ist, die Formulierungen sind natürlich so neblig, das sind keine Alleinstellungsmerkmale. Also meiner Meinung nach, wenn ich sage, ganzheitlich, okay, Funktion und Struktur, okay. Mhm. Das ist für mich immer so ganz interessant, wie man da auf sowas kommt und warum man das, oder vielleicht muss das ja so im Politischen sein, dass man da relativ vernebelt ist, dass man da möglichst viele Möglichkeiten noch hat. Also ich würde mal meinen, du bist der Historiker von uns beiden, aber ich würde mal meinen, dass das damals in den 50er, 60er Jahren, dass das damals noch sehr wohl ein Alleinstellungsmerkmal war. Mhm. Nur haben uns da die anderen Zweige der Medizin schon eingeholt und viel davon ist heutzutage selbstverständlich und nicht mehr nur für die Osteopathen im Prinzip. Da habe ich mal was rausgesucht von einem Amerikaner. Das würde ich mal gern vorlesen. Bitte. Moment. Wenn Osteopathie zum funktionalen Äquivalent der Allopathie geworden ist, was ist dann die Rechtfertigung für ihr weiteres Bestehen? Und wenn es einen Wert in einer Therapie gibt, die einzigartig osteopathisch ist, das heißt, auf osteopathischer Manipulation oder anderen Techniken basiert, warum sollte ihre Anwendung auf Osteopathen beschränkt werden? 1999, das Paradoxon der Osteopathie. Mhm. Das ist ein amerikanischer Osteopath, der das schreibt. Wer war der Autor? Jemand, den man kennt? Joel Howell. Nee, den kennen nicht viele. Solche Leute kennen nicht viele. Mhm. Yep. Die Leute, die sowas schreiben, die werden auch nicht weit verbreitet. Das ist einfach, das ist für mich schon eine Frage, die gerechtfertigt ist. Das heißt im Prinzip, wenn die Medizin so aufgeholt hat, Stichwort was ich, psychosomatische Medizin oder so, was für eine Berechtigung hat dann Osteopathie eigentlich noch? Das ist, also, oder wo arbeitet sie ihre Berechtigung raus? Weil, wenn man sich unterhält dann in der Praxis oder mit anderen oder mit Kollegen, und diese Frage auftaucht, dann ist man sehr schnell so ein bisschen in der Defensive, weil man halt einfach nichts in der Hand hat. Das Einzige, und das ist natürlich
schon was, was man in der Hand hat, ist der Erfolg an Patienten. Der Erfolg an Patienten und aus meiner Sicht ist Osteopathie die breitest aufgestellte manuelle Methode, die ich so kenne. Es gibt, behaupte ich jetzt einmal, keine andere Methode, die in ihrem Rahmen, in ihrer Ausübung, so viele unterschiedliche Zugänge von kranialen Zugängen der Arbeit mit der Primary Respiration über indirekte Techniken, Counterstrain, funktionelle Techniken, über Artikulation, GOT bis hin zu High Velocity Techniken alles verwendet. Viszeral habe ich jetzt gar nicht erwähnt, die nicht nur sich auf das muskuloskeletale System beschränkt, sondern am ganzen Körper und an allen Gewebstrukturen versucht zu arbeiten. Und das nicht nur mit einem rein mechanischen Modell, sondern mit verschiedenen Zugängen und verschiedenen Modellen, die idealerweise an den Patienten angepasst werden. Und je nachdem, was der Patient braucht, denke ich eher im Modell des autonomen Nervensystems vielleicht oder denke eher im Modell der Flüssigkeitszirkulation oder vielleicht doch biomechanisch-postural. Und so einen breiten Zugang, technisch und von den Ideen und Konzepten her, habe ich bis jetzt noch nirgends anders gesehen. Das heißt, für dich ist das Hands-on, das Manuelle sozusagen ein absolut essentieller, wesentlicher Bestandteil. Das ist interessant, weil in der ursprünglichen Osteopathie war das Operationen und solche Dinge alles auch dabei. Das war halt noch nicht so weit entwickelt, ja. aber es war eigentlich... Bei Still war es auf die Hände beschränkt, weil er halt in seinem Rahmen, er hat auch kleinere Operationen gemacht, aber ne, es war auf das beschränkt. Aber es war nie gedacht, auf das beschränkt zu sein. Ja. Und man begrenzt sich da nicht, in dem Sinn, weil man kann ja mit den Händen das Ganze ausüben, mehr oder weniger. Aber das sehe ich halt im Grunde auch ein bisschen als Limitierung oder als Frage. Die ich mir immer wieder stelle, wenn die Medizin das übernehmen würde, warum auch immer, ne? Das heißt Facharzt Osteopathie oder nennen wir es wieder, wie man will, dann wäre ja im Grunde der Boden weg, sozusagen. Oder? Dasselbe kannst du für jeden Bereich sagen. Mhm. Wenn eine andere größere Bewegung, ein anderer größerer Beruf beginnt, das komplett zu machen, was du auch machst, dann hast du irgendwann ein Problem. Mhm. Und das ist ja das Problem, dass wir in Europa mit der Physiotherapie haben, dass die Physiotherapie immer osteopathischer wird und in manchen Ländern wie England die Osteopathie immer physiotherapeutischer und dann ist es schwierig, den Unterschied zu definieren. Mhm. Ja, siehst du da eine Gefahr eigentlich dabei, dass wenn man versucht, diese berufliche Anerkennung, die ja immer wieder eigentlich überall angestrebt wird, auf eine gewisse Art und Weise angestrebt wird, dass das nicht eigentlich eine größere Gefahr ist, eine Chance ist? Das ist sehr schwer zu sagen. Ich sehe es nach wie vor als eine Chance und ich habe in den letzten 20 Jahren auch mich sehr viel dafür eingesetzt, dass Osteopathie als Beruf anerkannt wird. Auch wenn das nicht der ursprünglichen Idee Stills entspricht, die Osteopathie zu reformieren, das ist einfach nicht das Modell, nach dem wir in Europa ausgebildet sind und nach dem wir in Europa arbeiten. Ich sehe das so, dass wir in einem eigenen Beruf einfach mehr Autonomie haben und mehr Möglichkeiten haben, diesen Beruf zu definieren und diesen Beruf zu gestalten. Möglichkeiten, die uns wahrscheinlich nicht mehr so gegeben sind, wenn wir Teil, sagen wir mal, einer breiter aufgestellten physiotherapeutischen Bewegung oder eines breiter aufgestellten physiotherapeutischen Berufes sind. Und da kommen wir wieder zu den Modellen, über die du ja auch sprichst. Im Moment gibt es zwar in der Osteopathie nicht das einheitliche Denkmodell, aber sobald wir zu einem anderen Beruf gehören, würde ich mal erwarten, dass wir da noch stärker in schulmedizinisches Denken und Arbeiten eingebunden sind und dazu auch verpflichtet sind, dass wir das jetzt sehen. Okay. Ich sehe gerade, dass Fragen reinkommen oder was geschrieben wird. Ja, bitte. Ich lese es einfach mal vor. Da brauche ich meine Brille. Schaut auch ein bisschen intellektueller aus, das ist okay. Schon, da muss ich schon. Ich glaube, Osteopathie schaut, also es ist von Christine Schröcker. Vielen Dank dafür.
Ich glaube, Osteopathie schaut dahinter, philosophisch betrachtet. Sie schaut neben allen Möglichkeiten auch auf die Essenz des Lebens. Osteopathie ist mehr als nur Techniken, Physiologie. Sie geht auf das Individuum Mensch ein. Für mich sucht sie den göttlichen Kernpotenzial. Mhm. Mhm. Das ist im Grunde auch was ich in den Seminaren sehr oft bekomme, dass eben eine Dimension angesprochen wird oder eben das, was du vorhin mit den Universalgelehrten angesprochen hast, metaphysische Themen, die viele Menschen bewegen, die in den Lehrbüchern eigentlich nie vorkommen oder sehr, sehr defensiv, sage ich jetzt mal, vorkommen, die ich kenne in den modernen. Und das finde ich eigentlich auch sehr interessant. Im Prinzip gibt es ja auch eine Strömung, jetzt sage ich mal die biodynamische Osteopathie, die sehr offensiv mit diesen Sachen umgeht. Da ist halt die Frage, auch eine Generationsfrage, sage ich jetzt mal. Ich stelle fest, dass bei den Älteren, die von Anfang an dabei waren, wo noch überhaupt nicht das Thema mit Anerkennung oder Ähnlichem da war, da ein großer Zugang war und dass bei uns in Deutschland jetzt vor allem mit der, seitdem Krankenkassen das bezahlen, eine große Anzahl an Osteopathen ausgebildet wird und Osteopathinnen, aber dass das dann solche Fragen einfach hinten angestellt werden oder überhaupt kein Interesse mehr sind, mit so, sich sowas auseinanderzusetzen, ob das ein Teil der Osteopathie ist oder nicht, ob das ein Teil sein soll, ob man über den Tellerrand denken soll, sondern da geht es halt einfach darum, kann ich abrechnen, kann ich komme ich an den Trog ran, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie das in Österreich oder woanders ist. Vielleicht ist das auch eine Fehlwahrnehmung. Osteopathie als Klassenleistung ist ein Mixed Blessing. Es macht es möglich, auch Leuten, die weniger begütert sind, Osteopathie zugänglich zu machen. Im Moment ist es ein bisschen eine Elite-Sache für die Leute, die sich leisten können, das privat zu bezahlen. Aber es schränkt natürlich auch wieder das ein, was in der Osteopathie möglich ist. Und wir sehen jetzt, dass manche Krankenkassen in Österreich beginnen, einzelne Teile der Osteopathie zu bezahlen. Strukturelle Techniken sind gut, weil das ist so ähnlich wie die manuelle Medizin, die man schon kennt und schon im Katalog hat. Das wird in manchen Bundesländern bezahlt. Kranio ist schlecht, das ist Wellness. Das wird nicht bezahlt von den Kassen. Also, Wellness. Sehr interessant, weil das ist ein Thema, das würde mich nämlich auch mal interessieren. Wellness wird ja immer so abgetan, ist ja alles Placebo. Warum geht die Osteopathie nicht viel offener da rein? Die Placebo-Forschung, die moderne, zeigt ganz klar, dass auch ein Großteil oder ein Teil der orthodoxen Medizin, also die großen Studien sagen zwischen 20% und 30% der gesamten orthodoxen Medizin inklusive Chirurgie, sind Placebo-Effekte. Und dass sich Osteopathie, warum sie nicht sich den Placebo-Effekt, weil es ja nichts anderes ist, wie manche Dinge, die wir noch nicht verstehen, Interaktionen zwischen Menschen, nicht-lineare Prozesse, nennen sie, wie du es willst, sich das wirklich integral mit, also das mit reinnehmen. Und viel das offensiver ist, mit den Themen umgehen, auch wenn die Engländer vielleicht da nicht so begeistert sind. Ich glaube schon, weil auch die Engländer gerade sich sehr viel mit dem biopsychosozialen Modell beschäftigen und mit dem ganzen Setting und mit der Art, wie wir kommunizieren mit unseren Patienten und wie das zur Heilung beiträgt oder zum Wohlbefinden des Patienten. Und es gibt ja da eine ganze Strömung in der Forschung der letzten 5 oder 6 Jahre, die zeigen, wie Berührung wirkt und die zeigen, dass es da diese CT-Fibers gibt, die taktilen C-Fasern, die ganz eigene Bahnen in unser Hirn haben und die auf sanfte und leichte Berührung reagieren und die dann irgendwann nicht in unserem Kortex ankommen, sondern in der Insula, in einem Teil unseres Hirns, der ganz entscheidend bei emotionalen Prozessen beteiligt ist und auch mit der Schmerzwahrnehmung zu tun haben. Also da gibt es im angelsächsischen Raum sehr viel Interesse und einer der wichtigsten Forscher sitzt, glaube ich, auch in Liverpool und der da publiziert mit Clone. Also das sehe ich nicht so. Das kommt ein bisschen aus einer anderen Richtung, aber das Thema ist da sehr wichtig. Da taucht das Thema Wissenschaft auf und Evidence-Based Medicine, was für mich natürlich auch so ein Thema ist. Wie geht Osteopathie mit dem, oder
die internationale Osteopathie mit dem Thema Evidence-Based Medicine um? Ich denke, wenn man sich mit dem Thema Evidence-Based Medicine einmal beschäftigt, so wie es ursprünglich gemeint war, dann findet man da, dass in diesem ursprünglichen Modell nicht nur von wissenschaftlicher Forschung die Rede ist, sondern da geht es darum, dass die Evidence-Based Practice auf drei Säulen basieren sollte. Das eine ist die Forschung, der beste Stand der Forschung. Das zweite ist interessanterweise die Erfahrung des Practitioners, die heutzutage oft ignoriert wird. Und das dritte sind die Werte und die Vorlieben des Patienten. Und auch darüber redet man heutzutage nicht mehr so viel. Diese drei Dinge im ursprünglichen Modell, das ist Evidence-Based Practice. Und ich denke, da sind wir ganz gut aufgestellt in der Osteopathie. Um den Kreis in die Geschichte zu schließen mit den Universalgelehrten in der 16. Jahrhundert, wie geht denn Osteopathie mit Geisteswissenschaften um? Schwierige Frage. Die meisten Osteopathen, mich eingeschlossen, wir haben wenig Ahnung davon. Und das ist sicher ein blinder Fleck. Aber man kann auch fragen, wie wichtig sind Geisteswissenschaften in der Osteopathie? Genau, wie wichtig ist Philosophie in der Osteopathie? Grundsätzliche Frage. Und die grundsätzliche Frage ist auch, ist es möglich, ein bisschen Philosophie zu unterrichten? Da gibt es einen Experten dazu, den Andreas Grimm, der ist Philosoph und der unterrichtet ja in der Distill Akademie. Und das Konzept ist ganz klar, das kann man nicht als Fach dran klatschen. Weil das ist eine, und es geht jetzt hier nicht um die akademische Philosophie, also dieses Hegel und Kant auswendig lernen oder solche Sachen, sondern einfach kritisch denken, reflektiert denken. Und das war im Grunde ja der absolute Kern der Osteopathie. Und dieses Erlernen des kritischen Denkens als integraler Bestandteil der osteopathischen Ausbildung ist etwas, was eigentlich überhaupt nicht mehr da ist. Jetzt rauschen hier noch ein paar Fragen rein. Ab wann wäre ein Therapeut erfahren? Super Frage. Da möchte ich auch in die Zeit vielleicht knapp werden. Kleine Anekdote. Ich bin ja mit meinen Büchern immer an den Kongressen am Stand. Ich bin ja dann immer der Büchermacher. Bin ja kein Osteopath, haben wir ja letztes Mal schon festgestellt. Und ich komme ja dann immer mal wieder auch in Diskussionen mit erfahrenen Osteopathen, die auf ihre Erfahrung zu pochen. Und ich frage dann auch, wann ist man eigentlich Erfahrung und was macht Erfahrung aus? Weil wenn ich ein gewisses Mindset habe, wenn ich nach Rom gehen will, von Wien aus, und ich gehe 10 Jahre lang in den Norden, dann komme ich, irgendwann komme ich auch in Rom an, aber ich gehe eigentlich weiter. Ich habe eine große Erfahrung gemacht, also ich bin Rom nicht näher gekommen. Und wenn einer nur 3 Tage lang nach Rom geht, dann hat er mehr Erfahrung in diese Richtung oder in die richtige Richtung gemacht. Was ist erfahren? Eine gute Frage. Es gibt eine schöne Definition von Max Frisch, ist die, glaube ich, Erfahrungen sind Einfälle zu Erlebnissen. Das heißt, es genügt nicht, viel zu erleben. Man muss auch drüber nachdenken. Die Reflexion, die dir auch so wichtig ist, spielt da eine Rolle. Und erst wenn einem zu den eigenen Erlebnissen auch was einfällt, dann wird es zu einer Erfahrung. Okay, also das heißt, Reflexion ist ein entscheidender Bestandteil davon. Okay, würde ich auch so sehen. Noch eine Frage. Wann wurde historisch gesehen das Wort ganzheitlich in die Definition der Osteopathie hineingenommen? Stammt ja vermutlich nicht von Still, Smiley. Stimmt, hat er nicht geschrieben. Und was ist nun tatsächlich damit gemeint? Das ist eine sehr gute Frage, die ich mit Sicherheit, also historisch kann ich es nicht beantworten. Wann der auftaucht, weil ich natürlich hauptsächlich in der Literatur bin, in der Zeit, in der dieser Begriff noch nicht auftaucht. Und was damit gemeint ist, das frage ich mich im Prinzip, seit ich Osteopathie-Ausbildung mache, ich kann es nicht beantworten und ich kann leider auch nicht beantworten, wann es eigentlich oder wie das historisch reingekommen ist. Interessante Frage. Ich kenne auch keine offizielle Definition, in der das Wort so vorkommt. Aber es wird auch gerne und oft verwendet von Osteopathen, das stimmt. Ich versuche es eher zu vermeiden, seit ich vor
ungefähr 10 oder 15 Jahren in einer Zeitschrift ein Inserat gesehen habe von einer Firma, die ganzheitliches Computerservice angeboten hat, haben wir gedacht, der Begriff ist wirklich nicht mehr wahnsinnig spezifisch. Wir sollten das anders definieren. Ja, also ich gebe auch immer den Tipp, solche Begriffe einfach zu vermeiden, vor allem in der Außendarstellung, weil da ist man dann ganz schnell in so einem Modewort Strom drin und so. Ne? Und jetzt kommt noch eine Frage, wie siehst du die Lehre? Modewort von vor 20 Jahren. Ja, genau. Bin mal gespannt, was jetzt das nächste ist. Zellularphysiologisch wahrscheinlich. Das ist zu schwer auszusprechen. Du musst dir nur was anderes überlegen. Ja, abkürzen, gell. Da finde ich schon noch was. Wie siehst du die Lehre von dem Osteopathen McCowan? Das ist wahrscheinlich, meint wahrscheinlich den Engländer, ist sehr philosophisch, der vielleicht besser, um Osteopathie zu lernen, als viele Schulen gehen. Meist werden ja nur Techniken gelehrt. Also McCowan ist ein englischer Osteopath, der auch sehr viel sich mit Philosophie beschäftigt hat, vor allem mit Goethe, der Naturphilosophie, und da ganz viele Parallelen zu Still zieht. Naturphilosophisches Konzept und im Grunde eigentlich die Ausbildung auch aufbaut oder die Kurse, die er gibt oder Seminare eigentlich aufbaut, um diesen Kern des Philosophischen, des Naturphilosophischen. Ich persönlich bin natürlich ein großer Fan von der Art, wie er es macht und wie tief er da auch reingeht, und auch er fordert es ein, dass dieses naturphilosophische Verständnis eigentlich vor Anatomie und allem anderen gelehrt werden. Müsste oder genauso wichtig ist im Prinzip, um das überhaupt zu verstehen. Und meist werden ja nur Techniken gelehrt, nur in Anführungsstrichen, finde ich sehr gut, weil es gibt auch immer wieder so die Tendenz, Techniken komplett abzuwerten, was natürlich, man braucht einfach ein Handwerk, man braucht ein Handwerkszeug und man braucht etwas, mit dem man das von oben her bedient. Im Grunde bin ich ein großer Anhänger von dem Ansatz, den McCowan geht. Weil sehr viel Reflexion integral in der ganzen Sache drin ist. Und die ideale Lösung wäre auch in diese Richtung, so wie das Andreas an der Schule macht, dass das begleitend durch die 5 Jahre gemacht wird. Das bedeutet, man reflektiert auch das, was man in den 5 Jahren lernt, auch die Erfahrung, die man macht, auch Texte reflektiert man immer weiter, damit man das genauso übt wie Techniken, genauso eine Übung bekommt, weil das muss genauso geübt werden hier oben. Ständige Wiederholung. Und McCowan, denke ich, ist einer, der das auch sehr befürworten würde. Und es ist letztlich eigentlich auch das, so wie am Anfang im ersten Jahr 1892 unterrichtet worden ist. Zwei Fächer, Anatomie und Philosophie. Still hat Philosophie unterrichtet. Der ist mit den Leuten rausgegangen. Danke, dass du das mit den Techniken jetzt gesagt hast. Beim letzten Mal hatte ich den Eindruck ein bisschen, auch wenn man sich da auf Still beziehen kann, der gesagt hat, Philosophie ist alles und Techniken sind egal und Still vielleicht keine Techniken gelehrt hat, ist da ein bisschen eine Missachtung des Handwerks dabei. Und aus meiner Sicht ist das unverzichtbar für einen guten Osteopathen. Jemand, der ein brillanter Philosoph ist und der die gesamte Physiologie gut versteht, und der vielleicht genau weiß, wo er bei seinen Patienten ansetzen müsste, wenn der die palpatorischen Fähigkeiten nicht hat und wenn der nicht die Möglichkeit hat, so mit seinem Patienten, mit seiner Patientin zu arbeiten, dass der Körper auch reagiert und dass das, was er im Kopf hat, auch umgesetzt werden kann in die Physiologie des Patienten, dann ist es kein Osteopath. Und das ist ein ganz wichtiger Teil, der da oft gering geschätzt wird, wenn diese Debatte so auftaucht. Alle sagen, Philosophie ist wichtig. Ja, ja. Das Handwerk ist auch wichtig. Und danke, dass du das noch einmal gesagt hast. Das ist auch, kann ich nur unterstreichen bei Still, letztendlich in dem Sinn, was er halt gesehen hat, was ihm aufgefallen ist, ist, dass die Leute ganz schnell nachmachen. Er hat gesagt, I don't want to have parrots at my school. Ich will keine Papageien an meiner Schule. Ja. Das heißt, ja, schaut euch die Techniken an, versucht im Grunde die nachzumachen, aber das Entscheidende ist, versteht einfach, was ihr da macht. Das ist das Entscheidende. Techniken sind absolut das Vehikel, notwendig, wichtig, wenn sie so beigebracht werden, dass sie im Grunde das eigene Denken fördern und das eigene Denken die Techniken wieder fördert. Und nicht einfach, zeig mir, wie es geht, ich mach's nach. Das ist das, was ihr absolut abgelehnt habt. Ja. Technik ist eine Sache, die Palpation und das Spüren sind die andere Sache, die man lernen muss und die sich entwickeln muss über die Jahre.
wird zurzeit, also Moment, wird zurzeit Kristalli Papadopoulos wird zurzeit Philosophie in den aktuellen Schulen unterrichtet. Europa, Amerika, Australien. Ich kann nur von einer Schule sagen, ja. Und das ist eben die A.T. Still Academy, wo Philosophie und, also wir sprechen nicht von der akademischen Philosophie, also nicht davon, das in Bezug zu setzen mit dem Naturalismus oder so, ne, also in diesem Sinn, sondern dieses naturphilosophische Denken, dieses Reflektieren über die Natur. Ich kenne nur eine Schule. Ich weiß, dass in Frankreich Philosophie in einer kleinen Gruppe einen sehr hohen Stellenwert hat. Und da gehen die Leute, glaube ich, sogar an die Universität. Aber ich habe leider, da ich selber mit Französisch spreche, nicht so einen engen Kontakt, um das zu sehen. Das taucht immer wieder auf. Die große Gefahr dabei ist, und das hast du auch angesprochen, ist, dass die, die so begeistert an der Philosophie sind, irgendwann so begeistert an der Philosophie sind, dass das Ganze genau zu diesem akademischen Luftsport wird, den Still auch niemals wollte. Eben dieses Verkopfen, dieses vergeistigt werden, ohne dass man dann überhaupt noch das auch vor allem vermitteln kann, dann in einer einfachen Sprache. Das ist halt das. Aber wie gesagt, also ich kenne nur eine Schule, wo auch an Texten von Still im Prinzip das eigene Denken und das kritische Denken mit erarbeitet wird, und zwar begleitend durch die gesamte Ausbildung. Ich weiß nicht, wie viele Stunden pro Jahr, aber das ist das. Aber ansonsten. Bevor du da jetzt zum dritten Mal Werbung machst für die Konkurrenz, möchte ich ein Stichwort aufgreifen, das du gerade erwähnt hast. Klar sagen und klar ausdrücken. Und da hapert es ja auch ein bisschen in der ursprünglichen Osteopathie. Wir haben das beim letzten Mal schon kurz angesprochen, dass sich Still dem Leser nicht sehr leicht erschließt, auch Little John nicht so. Du hast das ein bisschen verteidigt, hast gesagt, ja, die wollten es nicht zu einfach machen. Aber, okay, habe ich dich falsch verstanden? Sag's nochmal. Ja, nee, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Also ganz im Gegenteil, Still schreibt ganz klar, er schreibt über Knochen, Muskeln und Buttermilch. Das bedeutet, der schreibt ja nicht für uns, der schreibt für die Leute seiner Zeit im Mittleren Westen, von denen viele nicht keine Schulbildung hatten. Der schreibt so einfach manchmal. Er schreibt halt in Bildern. Er schreibt in Metaphern. Er schreibt narrativ, würde man das nennen, erzählerisch. Er schreibt nicht, wie man Lehrbücher schreibt. Und er schreibt auch in seinem Vorwort im zweiten Buch ganz klar, ich schreibe kein Sammelwerk. Ich weiß, was ihr wollt. Ich weiß, was ihr wollt. Ihr wolltet die Checklisten und die Pocketbooks haben, ne? Nein, es geht um Prinzipien. Und da benutzt er eine Sprache, die halt die Sprache ist, um die Leute von damals zu erreichen. Deswegen ist es auch wichtig zu wissen, dass er nur dafür schreibt erstmal. Und für jemanden, der mit einer gewissen Erwartungshaltung an medizinische Literatur geht, für den ist es natürlich unverständlich, was da steht. Erst wenn man diese Position, diese primär therapeutische Position verlässt und anfängt zu lesen, dann ist es sehr klar, was da steht. Und was ihm auch teilweise zugedichtet wird, ist von einer bestimmten Strömung der Osteopathie, dass er so Sachen zwischen die Zeilen geschrieben hat, dass die Leute damals nicht verstehen konnten und dass dann die nächsten Generationen dieses Geheimwissen irgendwann entschlüsseln werden, ist absoluter Blödsinn. Der hat sehr klar geschrieben, wenn man sich in die Zeit versetzt von ihm, wenn man ein bisschen was von der Zeit kennt, auch der Terminologie, die er verwendet damals, dann ist es vollkommen klar, was er schreibt. Bei Little John ist es so, dass er halt sehr wissenschaftlich schreibt und es hochkomplexe Texte sind, also von naturwissenschaftlicher Sicht her. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, bis man dann die Essenz raus hat. Aber an sich ist das, was da geschrieben wird, sehr eindeutig und sehr klar, wenn man die Brille absetzt und mal auf hat. Danke, interessanter Aspekt. Und auch danke, dass du diese Mystifizierungen da ein bisschen kritisierst. Es gibt auch Textstellen in seinen Büchern, wo er die Leute ziemlich auf den Arm nimmt, die ihm das unterstellen, dass er hellhörig auch wäre und das ist so, ne? Da sagt er, wenn mein, also wenn, nur, also Abschluss, kleine Anekdote hat, wenn seine Feldarbeit als Junge nicht gemacht hat, seine Aufgaben nicht gemacht hat und
sein Vater angeritten gekommen ist über den Horizont und der schon gesehen hat, dass das Feld nicht gemacht ist und die Hand gehoben hat, dann hat er gesagt, da hat er schon gesehen, was auf ihn zukommt, nämlich die Route. Das nennt man hellsichtig. Ja? Das ist genau das, worum es geht. Er will nicht, dass das im Grunde in irgendwie so ein Geheimwissen gezogen wird, was Besonderes. Jeder intelligente Mensch, der einen geraden Verstand hat, kann das machen. Eine Frage ist noch drin. Mhm. Wenn du die ursprüngliche Osteopathie aus didaktischen Gründen in Säulen gliedern müsstest, welche würden das sein? Das kann ich so schnell nicht beantworten. Das müsste ich erst reflektieren, weil das ist nicht so einfach. Ich bin ja nicht in der Position, das machen zu müssen. Mhm. Schwierig. Kann ich direkt nicht beantworten. Würde ich schnell was aus dem Ärmel zaubern, was aber nicht reflektiert ist. Vielleicht bis zum nächsten Mal kann ich mir das überlegen. Wie bei der anderen Frage mit der Gesundheit. Gut, gut. Hast du sonst noch Fragen im Chat? Ich sehe das hier nicht. Nee. Im Moment habe ich keine übersehen. Nee, habe ich keine übersehen. Gut. Ah, Moment. Oben stand noch, bei Kinderosteopathen ist Biodynamik sehr präsent und effektiv. Das war jetzt keine Frage, das war eine Statement. Es ist auch in Österreich nach wie vor der mit Abstand beliebteste Postgraduate-Kurs, den die Leute besuchen. Und das seit etwas mehr als 20 Jahren. Also hier ist das Interesse sehr groß. Ja. Hier ist noch was reingekommen. Moment. Wenn eigenständiges Denken und die eigene Vorstellung, wie die Dinge in der Osteopathie funktionieren und dadurch keine zwei Osteopathen identische Ideen haben, ist doch grundsätzlich eine Verallgemeinerung paradox. Sehr gut. Sehr gut. Das ist eine Frage. Genau, das ist eine Frage. Kann man es überhaupt in Modelle machen? Kann man überhaupt sowas machen? Soll man das überhaupt machen? Ja, also immer wieder diese Versuche, viszerale, kraniosakrale, die Säulen, die Prinzipien. Ja. Ist das überhaupt möglich? Sollen wir das überhaupt machen? Gute Frage. Mit diesen drei Säulen, parietal, kranial, viszeral, habe ich eh so ein Problem. Das ist eine künstliche Trennung, die wir didaktisch brauchen. Also bei uns gibt es das auch als getrennte Fächer. Aber ich versuche möglichst oft zu betonen im Unterricht, es gibt nur eine Osteopathie. Es gibt nicht die kraniale Osteopathie oder die viszerale Osteopathie. Wir haben dieselben Prinzipien. Wir haben einen kompletten Menschen vor uns, mit dem wir arbeiten. Und an manchen Teilen des Körpers arbeiten wir etwas anders und verwenden spezifische Techniken für die Leber oder für den Magen. Die sind etwas anders als die Techniken, die wir für den Ellbogen verwenden würden. Aber die Prinzipien sind dieselben, weil es nur diese eine Osteopathie gibt. Die Frage ist noch abgeschlossen worden sozusagen. Also das wäre ja dann im Grunde ein Paradox. Und gerade wenn ursprünglich Osteopathie erhalten werden soll, ist natürlich eine Frage, ob man das erhalten will. Die Frage ist, was ist es überhaupt? Ich habe ja am Anfang schon gesagt, das ist noch überhaupt nicht erforscht in dem Sinn. Es ist tatsächlich die grundsätzliche Frage, als angefangen hat es eigentlich auf Grundlagenwissen mit eigenem Nachdenken. Der Rest ist dann mehr oder weniger von den Leuten selber gekommen. Es ist keine Einteilung gewesen, es ist keine Aufteilung in Modelle gewesen, nichts. Es war Grundlagenwissen, reflektieren, anwenden. Das war die ursprüngliche Osteopathie, aber das ist die grundsätzliche Frage, ob man das überhaupt erhalten will oder soll. Das ist eine gute Frage. Es wird in die ursprüngliche Osteopathie natürlich auch viel reininterpretiert, als das war besser, das war alles besser und was weiß ich. Es gibt mit Sicherheit Komponenten, die sind kritisch zu sehen. Aber das sieht man auch erst, wenn man das kritisch erarbeitet. Aber diese grundsätzliche Frage, brauchen wir dieses ganze Einteilen auch in neue Techniken und neues Ding überhaupt oder lässt man es nicht bei den Grundlagen und der eigenen Entwicklung sozusagen bei den Leuten? Was natürlich eine ganz andere didaktische Aufgabe ist. Das ist ganz klar. Da gibt es halt auch in der Didaktik unterschiedliche Vorstellungen. Und ein Modell, das für mich sehr schlüssig ist, ist das von Dreyfus und Dreyfus. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst. Die sagen, dass man zu Beginn, wenn man etwas neu lernt, dass man da sehr regelbasiert lernt. Und dass da Regeln durchaus nützlich und hilfreich sind. Und je komplexer das wird, je größer das Wissen wird, das man ansammelt,
desto mehr Regeln muss man lernen und beherrschen, bis das irgendwann so komplex wird, dass das nicht mehr möglich ist. Und dass sich dann die Arbeit zu denken und die Art zu arbeiten, dass sich das dann ändert und dass wir dann viel mehr integriert aus uns selber heraus und auch schon aus der eigenen Erfahrung heraus arbeiten. Das heißt, jemand, der, und das unterscheidet einen Anfänger von jemandem, der mitten in einer Ausbildung steht oder etwas neu gelernt hat und am Ende einem Experten. Der Experte wird genau wissen, was er tun kann, aber wird vielleicht in manchen Fällen nicht mehr in der Lage sein, dir die einzelnen Schritte oder die einzelnen Regeln, nach denen er vorgeht, zu nennen. Na, wäre es aber dann sinnvoll, das in den Ausbildungen von Anfang an sozusagen, und nicht im Grunde den Anschein zu übermitteln, man muss es so lernen und dann müssten die Prüfungen auch anders gestaltet werden. Meine, jetzt kommt noch eine Frage, jetzt kommt am Schluss, kommt der Spurt mit den Fragen. Soll die Physiotherapie in der Ausbildung zum Osteopathen primär sein? Soll die Physiotherapie in der Ausbildung zum Osteopathen primär sein? Also, ich würde nie sollen sagen, also ich würde in der Antwort jetzt nicht sollen sagen, ich sage nur, Physiotherapie ist ein basiert auf der zellularpathologischen Überlegung und Osteopathie auf der zellularphysiologischen. Und ein Waschbär kann keine zwei Bäume gleichzeitig hochgehen. Das heißt, ich würde die Physiotherapie komplett getrennt von der Osteopathie erlernen, weil sie einfach auf einem ganz anderen grundsätzlichen Modell aufbaut, auch wenn sie funktionell ist oder sonst irgendwie. Sie ist orientierter dran, so wie ich sie kennengelernt habe, vielleicht hat sich das inzwischen geändert, aber sie ist daran interessiert, okay, wo ist das Problem und wie kann ich das Problem beseitigen? Das ist eigentlich so das grundsätzliche Denken gewesen. Vielleicht hat sich's geändert. In der Osteopathie geht es nicht darum, dass man irgendein Problem hat oder irgendwie auf dem Rezept steht, was es ist, Lumbalgie, und das hat man zu behandeln. Das ist ein vollkommen anderer Ansatz. Hier geht es darum, das ganze Milieu zu bearbeiten. In der Physiotherapie ist man nicht aufs Milieu fokussiert, sondern auf den muskuloskeletalen Bereich. Das heißt, das ist nicht weniger oder schlechter, das ist einfach nur, die Sichtweise in der Physiotherapie ist sehr stark muskuloskeletal. Ich weiß, dass auch in Krankenhäusern mit internistischen und neurologischen Sachen gearbeitet wird, aber der Ansatz ist vom Denkansatz her anders, also grundsätzlich anders als in der Osteopathie. Und deswegen ist es ganz schwierig, das in eine Ausbildung zu bringen. Gibt es vielleicht Wege? Müsste man sich auch viel Gedanken drüber machen. Historisch ist es in Europa typischerweise so, dass das Modell, wie es wir in Österreich haben und auch die meisten deutschen Schulen, dass das etwas ist, was zu Beginn der Entwicklung der Osteopathie in einem Land passiert. Solange es keinen eigenen Beruf gibt, der als Beruf geregelt ist und in dem man auch arbeiten darf als Osteopath, kann Osteopathie nur als Weiterbildung für bestehende Gesundheitsberufe unterrichtet werden. Darauf ist unser derzeitiges Modell aufgebaut. In allen Ländern, wo Osteopathie dann ein eigener Beruf ist, gibt es dann typischerweise eine grundständige Ausbildung, wo man dann typischerweise auf Matura-Niveau direkt zum Osteopathen oder zur Osteopathin werden kann, ohne diesen Zwischenschritt des Medizinstudiums oder des Physiotherapiestudiums. Mhm. Gut, wir haben schon unsere Stunde heute überzogen und es gäbe noch so viel mehr zu besprechen. Beim letzten Mal war noch eine Frage ganz am Ende, die Frage, wie definierst du persönlich Gesundheit? Und du hast damals schnell eine gute Definition aus dem Ärmel geschüttelt und hast aber, glaube ich, seitdem eine noch bessere entwickelt. Willst du das zum Schluss noch Nee, ich habe dir geschrieben. Hast du sie gar nicht geschrieben? Okay. Das war einfach so, das war eine Frage, die, was ist Gesundheit? Mhm. Und das ist natürlich eine Frage, das ist, da muss man erstmal drüber nachdenken. Mhm. Und da habe ich Raimund ja dann geschrieben, dass er das vielleicht nochmal erwähnen sollte, diese Antwort. Weil, ja. Was ich hier von dir bekommen habe in der E-Mail, ist, dass du sagst, es gibt eine objektive Gesundheit, die freie Entfaltung einer normalen Zellphysiologie, und es gibt eine subjektive Gesundheit, das Gefühl umfassender Ganzheit und Selbstbestimmung. Und das ist eine wunderbare Art, das zu sagen. Und ich denke, es ist auch ein gutes Schlusswort für heute. Vielen Dank, Christian. Und ich freue mich schon darauf, das Gespräch bei einer zukünftigen Gelegenheit fortzusetzen.
Danke dir, Raimund, und vielen Dank fürs Zuschauen und danke auch für die Fragen an die Zuschauer. Danke für euch, danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir haben in den nächsten Tagen natürlich noch weitere Dinge geplant. Morgen seid ihr am Wort. Morgen gibt es das Open Microphone. Ich habe jetzt leider keine Folie dazu. Morgen werden wir uns wieder in kleineren Rahmen in unserem Big Blue Button Meeting Raum treffen. Und ihr bringt bitte da eure Fragen, eure Ideen, eure Dinge, die ihr sagen wollt, mit. Dann machen wir ein langes Wochenende und nächsten Dienstag wird es weitergehen mit dem Café Stillpoint, mit dem Erich Meyer-Falli und dem zweiten Teil seiner Embryologie-Werkstatt, die wir ja schon vorgestern genossen haben. Da wird dann weiter geschnitten und gerollt und geformt und wir werden uns da weiter in der Embryologie was zeigen lassen. Ich hoffe, ihr seid morgen dabei, ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei und wünsche euch noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende, falls wir uns morgen nicht sehen sollten. Dankeschön.